Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Ich habe ja den Traum von ein bisschen Energie, Autarkheit nicht ausgeträumt. Ich bin damit noch nicht weitergekommen, aber zumindest kann ich versuchen, den Fußabdruck auf der Erde ein bisschen kleiner zu halten. Wir haben ja einen großen Holzofen und dafür habe ich Holz bestellt und das muss jetzt nach hinten. Und ich war mir nicht sicher, bisher haben wir nur Abfallholz verbrannt, Palettenholz, was noch übrig war. Und dann habe ich einfach 9 Meter bestellt und war dann entsetzt, was das für ein Haufen war. Die Hälfte liegt jetzt noch hinter uns. Die eine Hälfte haben wir schon weggeschafft. Und jetzt sehen wir zu, dass er auch noch nach hinten kommt. Es ist nämlich eine ganze Menge. Ist auf jeden Fall eine spaßige Sache, wenn man große Hilfe dabei hat. Also, geben wir uns mal dran. Was bin ich froh, dass ich den Einachser hier habe. Das waren mal 9 Meter. Sind sie jetzt nicht mehr. Die Hälfte, wie gesagt, ist weg. Kirschholz. 2 Jahre gelagert. 75 Euro der Meter. Ob das jetzt ein guter Preis war, weiß ich nicht. Jedenfalls muss die ganze Sache weg. Nach hinten in Schuppen. Da steht die Maschine. Da geht's jetzt los. So, Helfer, seht zu, dass die voll wird. Dann mal los. Erste Fuhre. Geht fix, was? Dank der Hilfe. Und auf in den Schuppen. Gas. So, da hinten liegt schon der erste Haufen. Das kommt jetzt dazu. Das hoffe ich geht genauso schnell. So, Mittagessen ist rum. Das allermeiste ist hier. Eine Ladung gehen wir noch holen. Das machen wir jetzt. Und dann ist Schluss. Dann haben wir uns Eis. Sechs Ladungen mit der Schubkarre wären das 5-mal mehr gewesen. Das waren 9 Raummeter Kirschholz, die dahinter mir liegen. Das ging recht flott, dank der kleinen Hände. Ich nehme mal an, so auf einen Haufen ist das nicht ganz ideal. Aber im Moment habe ich keinen anderen Platz. Da muss erst noch anderes Holz für weg. Aber so ganz überzeugt von dieser Heizerei mit Holz bin ich nicht. Ich meine, das ist lustig, da abends am Ofen zu sitzen und das Feuer schon prasselt da vor sich hin, aber die Lösung ist das auch nicht. Vor allen Dingen kann nie für alle gelten. Ein kleiner Teil kann sich damit das Leben ein bisschen versüßen, das Gewissen ein bisschen beruhigen, aber ist nicht die Lösung. Aber das ist ja auch nicht die Frage hier. Gut, wer mehr wissen will, neulichimgarten.de/blog, YouTube-Kanal Hase, noch mehr solcher Sachen, nicht nur Brennholz, Enten, Bienen, Hühner, Selbstversorgung, alles was damit zusammenhängt. So, bis dann. Tschüss.